Hey Leute, Darren Winch ist hier am Start. Nur für euch, nur heute und dennoch für immer. Also wir sind ja heute hier. Wir haben uns hier versammelt aus einem ganz speziellen Grund, weil wir heute genau Daisy Lingor Pack installieren wollen. Sprich, die neue Map von Day Fucking Z. So, ich erkläre euch, wie das alles geht. Also, ich packe euch zwei Links in die Beschreibung, da ladet ihr dann diese speziellen Dateien runter, um dann, ja, um das dann zu installieren. Als erstes, ganz easy kombi, gehen wir auf diese wunderschöne Seite. Hier ist nämlich das, was wir genauso brauchen wie das andere. Ich wollte gerade am meisten sagen. Yo, download the fucking Z Lingor Island Full Pack 4.0.34. So, da brauchen wir immer. Und da klicken wir einfach mal drauf. Oh, der installiert. Oh, schön. Oh, ja, toll. Oh, super. Abbrechen habe ich nämlich schon. Brauche ich nicht nochmal. Alles klar. Wenn ihr das runtergeladen habt, dann geht ihr auf den anderen Link. Obwohl ihr das natürlich beides auch gleichzeitig downloaden könnt. Ist eigentlich Lade. So. Lass dich einfügen. Klick. Jetzt kommen wir auf diese komische Seite. Ich übersetze mal wieder ins Original. Arma 2 Game Launcher, bye, ist vollkommen egal, juckt mich gar nicht, Schnurzpiep und so. So, jetzt stehen hier noch ein paar Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob ihr es lesen wollt. Wenn ihr das lesen wollt, dann müsst ihr eins beachten. Nichts, denn das ist voll unwichtig eigentlich. So, ihr geht nach unten, Download from FTP 1 oder FTP 2. Ich habe 1 genommen, das solltet ihr auch tun. Schon installiert, wow, das ging aber schnell. Dann können wir die Seiten schließen. Das interessiert uns auch nicht mehr. Das packe ich jetzt weg. Da machen wir ganz einfach Folgendes. Wir haben ja dann den Launcher. Ne? Den habt ihr ja installiert. Ach, noch nicht installiert, sondern runtergeladen. Versprecher und so. Und Halsfick. Jo, wenn ihr das habt, dann habt ihr diese Datei. Ihr müsst natürlich den RAR-Ordner öffnen und diese auspacken. So, diese Datei öffnen wir und starten sie. Und dann kommt hier auch schon so ein Bullshit. Das brauchen wir nicht machen. Einfach Next. Und dann kommt bei euch eigentlich nur ein Speicherort, wo ihr das alles hinspeichern wollt. Dann könnt ihr das auswählen. Und dementsprechend speichert ihr das dann. So, das packen wir weg. Dann erscheint auf dem Desktop dieses wunderschön hässliche Zeichen. Nein, nein, Spaß. Arma 2 Launcher. So, den starten wir jetzt ganz easy kombi. Und dann steht das bei euch genauso wie bei mir. So Expansion und so und Add-ons und so und Arma 2 und so und Add-on Options und Launch Options und ja. Da machen wir Folgendes. Launch Options. Options habt ihr nicht so wie ich. Da ist das weg bei euch. Hier steht nämlich nichts. Ich hatte das nämlich schon alles installiert, habe es aber wieder deinstalliert und habe es nochmal installiert. Aber diese... Ja, diese Scheiße ging einfach nicht weg. Das blieb so. Weil ich wollte es mit euch genauso machen, wie ich es gemacht habe. Genauso solltet ihr sehen, wie ich es gesehen habe. Aber egal. Hier in dem, dem und dem ist nichts. Also da müsst ihr erstmal die Sachen einfügen. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr geht auf Arma 2 Beta, Bros. Und dann sucht ihr eure Arma 2 Sache raus. So, falls ihr nicht wisst, wo das ist, Programme, ne, X und so 86, also mal 86 kann man auch sagen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Leute, die das manuell installiert haben, haben es im Bohemia-Ordner. Leute, die es über Steam installiert haben, haben es bei Steam, Steam Apps, Common. Und da ich es nicht in Steam installiert habe, stehen hier auch bei mir keine Arma-Ordner. Ihr müsstet hier einen Arma-2-Ordner und einen Arma-2-Operation-Arrowhead-Ordner haben. Und ja... das Ding ist allerdings, ihr braucht nicht denken, ach verdammt, ja genau, es ist nämlich genau so, wie ihr dachtet, nein, Spaß, ich laber wieder nur Scheiße und so, ihr braucht auch Arma 2 Operation Arrowhead, nicht nur Arma 2, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ach, das, ich dachte ihr wisst, was ich meine. So, ich zeige euch das aber jetzt über meinen Ordner weiter, also ihr habt es in Steam, da wo ich es euch gerade gezeigt habe, ich habe es in Bohemia, Arma 2, genau, ich habe nur einen Ordner, das liegt daran, ich habe alle Sachen von Arma 2 Operation Arrowhead in einen Ordner installiert mit Arma 2. So, bei euch ist das aber nicht so, ihr habt zwei Ordner, da müsst ihr jeweils im anderen gucken.
Da wir hier die AMA 2 Klamotte suchen, ne, Beta ist jetzt scheißegal, das hat nichts zu bedeuten, brauchen wir diese Datei, nicht diese Datei. AMA 2 hier. Das öffnen wir. Dann gehen wir auf AMA 2 Operation Arrowhead. OA Beta. Brauchen wir auch nicht. Beta ist scheißegal. Da müsst ihr natürlich den Steam in den AMA 2 Operation Arrowhead Ordner gehen und diese Datei, AMA 2 Operation Arrowhead, also da steht jetzt hier nicht AMA 2 OA, müsst ihr anwählen natürlich auch öffnen. Dann habt ihr es hier drin und AMA 2 Operation irgendwas Location, Bros, dann auf Expansion. Dann habt ihr hier stehen AMA 2 Operation Arrowhead Beta. Verarscht, nicht alle haben es. Es haben nur wenige, nicht alle. Falls ihr das auch nicht habt oder du hast es nicht, dann machst du Folgendes. Dann nimmst du einfach wieder die AMA 2 OA-Datei. Oh, das hat sich gereimt. Mann, ich bin ja voll der Rapper. Yo, 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 Mann. Okay. Yo, Rap. Rap, Rap, Motherfucker, Rap. Öffnen. So, das war's auch schon. Mein Rap-Busy ist vorbei. Run Beta, No Splash Screen. Also, wir sind jetzt hier wieder. Das müsst ihr anklicken. Da muss so ein Häkchen sein. Und auf Default World. Und Select ist vollkommen in Ordnung. So, wenn ihr das habt, ne? Dann macht ihr Folgendes. Dann geht ihr auf Addons. Also, wie ich. Ah, ne, stimmt gar nicht. Ihr geht nicht auf Addons. Ihr geht auf Profil. Oben links. Default. Okay. Machen wir das so. Dann haben wir hier jetzt alles, was sein soll, wie es sein soll, so. Ne, wisst ihr, was ich meine und so? Gut, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir hier Addons Groups, ne? Klicken hier auf das Pluszeichen, dann öffnet sich hier eine Gruppe. Group 1, ne? Group 1. Okay, mal richtig so. Ich bin immer so der Typ, ich mixe immer Deutsch, Englisch und so. So, das brauchen wir aber nicht. Also machen wir Add Group, also eine neue Gruppe erstellen. Ich benenne sie um, ihr könnt sie auch umbenennen, ich würde es machen. Daisy, ne? So, jetzt haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr Folgendes. Ich nehme jetzt hier meine schönen Dateien. So, geh wieder in mein Computer, in C, in Programme mal 86. Und dann geht ihr da, wo ihr eure Arma-Klamotten installiert habt. Ich habe es ja nur in einen Ordner, also habe ich es viel, viel leichter als ihr. Nehme diese zwei Dateien, genau, und füge sie hier ein. So, das dauert jetzt mal ganz kurz, soll aber nicht tragisch sein. Ihr geht natürlich in Steam, ne? Also Steam und dann Steam Apps, Common und dann steht ja bei euch AMA 2 und AMA 2 Operation Arrowhead. Ihr habt ja, wie gesagt, diese beiden Dateien, Daisy, Lingua und so. Und dann fügt ihr diese beiden Dateien bei euch in Operation Arrowhead rein. Also nicht in AMA 2, sondern in Operation Arrowhead fügt ihr diese beiden Dateien ein. Wenn ihr das gemacht habt, dann passiert genau das gleiche wie hier. Ihr müsst stundenlang warten, bis mal irgendwas wann fertig ist. Ich stecke mir mal ganz kurz eine Zigarette an. So, das habe ich jetzt getan. Sie müssen Administrator, habe ich, also fortsetzen. Jo, so. Jetzt habt ihr die beiden Sachen da rein verschoben. Ist jetzt alles auch so richtig? So, Refresh machen wir mal. Jetzt ist das so bei euch. Alles klar. Diese zwei Sachen fügen wir jetzt in Daisy rein. Und dann sieht das so aus. Dann habt ihr hier diese Unterordner. Wir müssen jetzt hier bei Addons, Mods oder Addons, Mods, Mods, Mods und so müssen wir ein Häkchen machen. Daisy Lingua Häkchen, Daisy Lingua Häkchen. Dann sieht das Ganze so aus, wie wir es jetzt hier haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier ja noch AMA 2. Das ändern wir aber in AMA 2 CO um. So, den können wir schließen. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Start Game und Show. Ob es geklappt hat oder nicht. Man weiß es nicht. Ich hoffe ja, ihr hofft es auch. Wenn nicht, schlag ich mir selber in den Bauch. So.
Jetzt warten wir mal kurz, bis das startet und so. Oh Mann, das dauert aber ziemlich lange. Das dauert ziemlich lange. So, es geht weiter. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Bei mir lädt es gerade. Wait a moment. Es sollte bei euch jetzt in diesem Moment klappen. Und ja, also ich brauche hier nicht weiter drin rum. Chillern, millern. Ich gehe hier wieder raus. So. Also dann Start Game und dann klappt das auch. Dann kommt ein ganz neues Hintergrundbildchen und so. Und dann könnt ihr das Game auch starten. Natürlich müsst ihr im Multiplayer reingehen und müsst dann im Filter natürlich auch noch eingeben Lingor am besten. Schreibt ihr im Filter ganz oben bei Host Lingor rein. Dann kommen alle Server mit dieser Map. Yo, es gibt noch nicht so viele, aber immerhin, es gibt welche und kurz an Zigarette ziehen und so. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich antworte euch natürlich gern und stets zur rechten Zeit und so. Und ja, nicht vergessen, ne? Daumen hoch, würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen, ich werde immer antworten. Also, ihr wisst Bescheid, was ich meine und so, ne? Lalalala, macht's gut und so. Haut rein. Haut rein!